Wie erstellt man jetzt Java-Programme? Zunächst einmal muss man mit einem prinzipiell beliebigen Editor seine Programme erstellen und abspeichern. Ich habe hier mal ein einfaches Java-Programm, Class World, Public Static Void Main, String, Args und dann kommen hier die Anweisungen. Was es mit diesen Dingen auf sich hat, dazu hinterher noch mehr. Wichtig ist nur, Java-Programme sind immer Klassen und hier wird der Klassenname bzw. der Programmname angegeben. Das ist World. Ganz wichtig ist, dass Sie jetzt Ihr Programm auch unter diesem Namen abspeichern in eine Datei. Also Sie editieren und speichern den Quellcode in eine Datei mit dem Namen Klassenbezeichner.java, in dem Fall also world.java.